selber schuld, er ist ernsthaft. Oh, ein armer Hirsch, den töten wir lieber. Klar, wenn ich Durst habe, will ich was trinken, aber dann trinke ich nicht direkt neben den Räubern. Dann gehe ich hier hoch oder irgendwo oder trink später. Die müssen ganz dringend mal ihre Prioritäten festlegen, also ernsthaft. So. Wir haben jetzt Mauerhandwerk, das heißt. Oh, da brauchen wir viel mehr Stroh. So, die Werkstatt. Könnten wir Schilder machen? Wir fangen jetzt natürlich an mit dem Kompositbogen und der Bogen wird nicht mehr genutzt, logischerweise. Genau. Machen nur noch Kompositbögen. Wir könnten jetzt auf Bronze gehen. Wir brauchen jetzt Zinn. Das ist Kupfer, das haben wir selber. Das ist Eisenerz. Eisenerz. Das ist ein Megalith. Wo könnten wir jetzt Zinn herkriegen? Das ist Eisenerz, oder? Ja, sieht nach Eisenerz aus, ja. Kupfer. Dürfte eigentlich gar nicht grün sein. Kupfer ist nur grün, wenn es oxidiert ist. Das ist Zinn, oder? Da ist Zinn. Das missfällt mir aber, Polly, schmeckt der Keks nämlich nicht. Da ist Feuerstein, das ist auch nicht schlecht. Also ich habe hier echt haufenweise Kupfer. Also wenn ich einen Tunnel bauen könnte, wäre es gut. Kann ich aber nicht. Da ist Zinn. Ich baue direkt ein Produkt. War direkt eine Mine drauf. So, fangen wir doch mal an mit Stein. Will ich glatt mal sagen. Ich habe die Befürchtung, unsere Tiere werden wieder den Winter problematisch überleben. Kann ich eigentlich mittlerweile Brücken bauen? Transport. Ah ja, tatsächlich. Vielleicht hat der ja Stroh für uns. Tatsache. Stroh und Getreide und Zinn kaufe ich dir auch. Oh, er hat Vieh. Das werde ich mir nicht leisten können, glaube ich. Ja. Trocknete Haut kannst du gern haben. Vielleicht sollte ich das erstmal lassen. Jetzt könnte ich eigentlich von den Kupfersachen weggehen und nur noch Zinn machen. Die sind jetzt natürlich wertlos geworden. Der auch. Leider. Tja. Ist vielleicht ein bisschen zu teuer für mich. Ach, die getrocknete Haut hat nur noch eins an Wert. Ich verstehe. Dann kriegt ihr noch
Vielleicht nehme ich doch das Kupfererz noch und das hier und das ist ein bisschen zu viel, sehe ich gerade. Dann noch die Angel und hier, bisschen Fleisch. Jetzt will ich wissen, wie das mit dem Ziegenfond schön. Obwohl Ziegen. Ich habe eigentlich viel zu viel Ziegen. Warum habe ich so viel Ziegen? Ja, da verhungert auch die blöden Ziegen. Jetzt ist ein Schwein verhungert. Sie machen mich so krank, die Leute. So, Transport. Ich würde jetzt gerne mal eine Brücke bauen. Warum darf ich denn das nicht? Was sind das für blöde Brücken? Also die Brücken reichen nicht. Wie mir habe ich das Gefühl. Da darf ich eine Brücke bauen. Warum darf ich da eine bauen und hier nicht? Hier geht's. Elf Baumstämme. Die geben sich wieder größte Mühe, dass ich... Ja, reib's mir noch unter die Nase. Ey, ich hab doch gerade Getreide gekauft, was macht ihr denn damit? Ja, lasst nur alle meine Tiere verhungern, es ist okay, die waren nicht teuer. Oder es ist auch nicht wichtig. Die sind nicht wichtig, nö. Lasst ruhig alle Tiere verhungern, ist okay. Bin ich böse deswegen. Was ist denn das für eine... Also, das ist doch echt merkwürdig mit diesen... Die Brücken müssten sie noch mal ein bisschen verbessern, finde ich. Irgendwo ging es gerade mal da. Kann ich auch irgendwo... Prioritäten will ich gern festlegen. Endlos Getreide, vielleicht darf ich nicht endlos Getreide. Ist das ein Fehler? Getreide und wo... Ne, das war Stroh. Wo ist denn das Getreide? Essen und Trinken. 100. Und wir haben die Zinnmine gebaut. Mensch, den ersten haben wir ja schon. Der hier oben? Ja, ich glaube, den haben sie tatsächlich als erstes geholt. Das war nicht mal doof, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt. Ob die Brücke was bringt oder ob sie trotzdem hier drüber laufen. Irgendwas sagt mir, dass sie trotzdem hier drüber laufen werden. Okay, die wickeln sie sackrankt. Ne, die scheinen tatsächlich über die Brücke zu laufen, vielleicht weil es schneller geht. Wo ist denn das? Aua, Ochsenjunge. Die will ich haben. Der ist zwar fast tot, das will ich trotzdem haben. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Frischlinge hier.
Ist die Frage, wo ist der letzte? Weil ich kann dich, glaube ich, auch einziehen, oder? Ah, so sehe ich immer, wo die sind. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh na, wow. Also der hat uns ja richtig gegeben. Dieser gefährliche Wolf hier. Sammle ich mal kurz die Himbeere. Na toll, jetzt sind die Schweine auch noch krank geworden, die wir haben. Die Dinger brauchen wir eigentlich gar nicht mehr herstellen. Denn ehrlich gesagt, bringt auch nicht mehr als die Knochen. Das ist dann eigentlich nur verschwendete Liebesmühe. Machen wir den auch. Wenn wir schon da machen, machen wir nur noch Bronze-Sachen. So, und jetzt bitte ich darum, dass ihr ganz viel von den Feldern erntet. Der Anfang ist schon mal gut. Die Frage ist, ob sie die Geschwindigkeit auch beibehalten. Ihren Kupfersicheln immerhin. Jetzt betet er erstmal. Warum zur Hölle holt die jetzt Lehm? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Die Ernte, das ist okay. Und wir haben die erste Bronze hergestellt, das ist schön. Schafe brauchen nicht. Bier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Das Zinnerz kaufe ich, das Bier kaufe ich euch auch mal ab. Noch kann ich es nicht selber herstellen. Du kannst von mir jetzt die Wolle haben, die brauche ich nämlich eigentlich nicht. Und hier die getrocknete Haut kannst du auch haben. Und ein bisschen Tannin. Das braucht man nicht unbedingt. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt keinen normalen Bögen mehr herstellen, ist auch egal. Die Knochensperre kannst du haben. Und ein Wolle-Outfit. Sind wir quitt. Und 10-mal Zinnerz erlangt. Kommt, ich will euch ernten sehen. Und vor allem will ich euch das Getreide ernten sehen. Die kriegen es nicht hin. Die kriegen es nicht hin, diese Weizenfelder abzuernten. Und ich habe keine Ahnung, warum. Hier hinten klappt es problemlos. Aber das hier, was eigentlich direkt vor ihren Häusern ist, ist viel zu anstrengend anscheinend. Aber sieht ein bisschen besser aus als letztes Jahr. Vielleicht, weil sie jetzt einfach noch bessere Werkzeuge haben. Und jetzt im Winter werde ich auf jeden Fall anfangen, die Wälder mal auszubauen. 46 Stroh, das könnte sogar schon für die Tiere reichen. Boah, fast. Okay. Oh ja, die haben das Tor zerstört. Das sollte ich vielleicht neu bauen. Und so passt das nicht mehr rein. Ah, deshalb. So, baut mal ein bisschen aus. Und hier oben hole ich mir mal noch den Megalithen. Denn ich kann noch den Hinkelstein hier bauen. Ihr, der beobachtet euch, während ihr erntet, damit ihr schneller erntet. Gleichzeitig auch wirklich langsam ein bisschen anfangen mit Bier. Bier ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Pferde brauche ich jetzt nicht gerade. Aber ich glaube, ich fange mal mit Bier an.
Eine Brauerei zum Mitnehmen. Oh, extra Wärme aber freigeschaltet. Natürlich Bier. Ich fange jetzt erstmal mit der Defensive an, bevor ich die Häuser anfange. Ach ja. Wenn ich nämlich jetzt anfange mit Bier, dann baut das mal ein bisschen schneller. Wenn ich schaffe, Bier herzustellen, dann brauche ich nämlich auch diese ganzen Dinge ja nicht mehr so. Dann können sie einfach einen saufen und dann sind sie auch glücklich. Dann haben sie sofort ihre Moral. Also, entweder du rennst in die Kirche oder du fängst an zu trinken. Es funktioniert beides anscheinend. Im Winter kommen sie wenigstens dazu, alles mal zu reparieren. Das Stroh ist schon wieder alle. Die Dinger muss ich auch wieder fertig bauen. So, das war der 10. Megalith, den holen wir jetzt gleich ab. So, Steinmauern. Die bringen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Die machen dann auch zu Steinmauern. Warum sind die so komisch? Achso, da kommt noch was dazwischen, ich verstehe. Ja, wir haben aber noch Getreide, ein bisschen zumindest. Oh, vielleicht ist der Stroh für uns. Er hat Getreide für uns, was auch nicht schlecht ist. Und die Netzherstellung. Was auch nicht unbedingt das Schlechteste ist. Habe ich nicht eigentlich gesagt, er soll Kompositbögen herstellen? Warum stellt er immer noch Bögen her? Nur so eine Frage. Knochenschwere brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, die Netzherstellung muss noch ein bisschen warten. Haben unsere Ställe noch ein bisschen. Die haben nichts mehr zu essen. Das ist. Aber die müssten eigentlich durchkommen. Die haben noch Getreide. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Ziege könnte sterben. Und das Vieh stirbt wahrscheinlich auch. Und dieses Schaf wird verhungern. Ah, obwohl. Der Winter ist fast vorbei. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich weiß. Das Ding muss unbedingt gebaut werden. Wir brauchen dringend die Brauerei. Und dafür brauchen wir eigentlich dringend Stroh. Und hatten wir nicht eigentlich eingestellt? Ja, das passt so. Nur noch Kompositbögen. Kompositbögen, okay. Und Angeln, okay. Ja, das ist okay. Wir haben nur noch normale Bögen, keine Ahnung warum. Wir haben kein einziges Tier verloren, ich bin stolz auf mich. Wo
Holt eigentlich schon jemand das Ding ab? Ne, noch nicht. Ah, der holt gerade, oder? Fehlt noch einmal Leder. Ah, wir haben gerade sehr viel Leder. Wir brauchen gerade sehr viel Leder für sowas. Und wir haben die Maximalbevölkerung erreicht. Das hier passt dann erstmal, wenn es soweit ist. Oh ne, das gehört dahin. Tja, ich bräuchte auf jeden Fall mehr Häuser. Aber um die auszubauen, brauche ich vor allem ein Stroh. Ich brauche ganz dringend Stroh, wenn ich die ausbauen will. Das soll erstmal reichen. Nee, das wird nicht reichen. Feuerstein. Wir brauchen normalen Stein. Wow. Oh ja, da kommt ein bisschen was. Wie haben wir denn? Zwei Stück, okay. Hat ja doch geklappt. Ach ja, ich habe ja vorhin welche geholt. Hab ich vergessen. Versuchen es mal. Erntewerkzeuge. Mehr Bronze brauchen mehr Sicheln, okay. Noch geht's mit den Werkzeugen. Aber es soll ja funktionieren, vor allem hier. Das brauchen wir vor allem. Weiß nicht, ob das so klug ist, das jetzt so zu machen, wie ich das mache, aber eine andere Möglichkeit habe ich gerade nicht. Du wirst auch aufgebaut. Alle Hütten, die jetzt so ein bisschen anfangen einzustürzen, die können wir ja ausbauen. Ja, Handwerkschuppen nutze ich gerade gar nicht mehr. Wozu auch? So, der Herbst ist da. Jetzt erntet bitte. Oder holen die gerade einen Megalithen? Ah ja, die holen einen Megalithen immer. Naja, ist auch eine wichtige Aufgabe, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr solltet euch eigentlich primär darauf verlassen, dass jetzt die Ernte eingebracht wird. Vielleicht auch, dass die Häuser gebaut werden. Oh, furchtbar, ich habe gar nicht genug Steine. Naja, erntet erstmal, dann schauen wir weiter. Die Brauerei ist fertig, wie schön. 30, okay. Einmal Getreide. Auf jeden Fall kommt kurz Stroh rein. Und wir haben unser erstes Bier gebraut. Los, erntet! Vielleicht brauche ich auch wirklich das. Einfach das Bier. Könnte gut sein, dass ich das einfach brauche. Okay, die haben wenigstens die Häuser jetzt erstmal alle soweit vollgestopft. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich demnächst noch gebaut. Das ist gut. Jetzt gibt es noch das Stein. Vielleicht hole ich hier noch jemand zweites dazu. Das ist mir nämlich ein bisschen zu heiß. Der Winter kommt nämlich und ich möchte nicht, dass die ohne Häuser dastehen. Das wäre echt blöd. Jetzt erntet. Sie machen mich dezent aggressiv, wenn ich ehrlich bin.
Mit ihrem, ich mache einfach nichts. Das habe ich im echten Leben schon, da brauche ich das nicht auch noch in den Computer spielen. Danke für den Hinweis. Und der Händler ist gekommen. Was hast du für mich? Ich kaufe das Bier, ich kaufe das Zinn. Pferde muss ich jetzt erstmal noch verzichten. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich zu wenig Häuser. Aber die werden gerade gebaut, das ist schön. Mach mal deine Limits ein bisschen höher. 50 ist gut. Und die Räuber greifen an, schön. Ist nämlich nichts aufgebaut. Eine Frage, warum sammelt ihr euch alle in den Toren? Die kommen von hier oben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, sobald es losgeht, schicke ich euch alle in den Kampf. Auf in den Kampf mit Getöse. Das Gute ist, jetzt sterben ein paar von unseren Leuten und haben wir auch keine Probleme mit Häusermangel. Wie viele Leute wurden getötet? 6 Leute sind getötet und ein Wolf. Also, ein Hund. Wir haben einen Hund verloren und 6 Leute. Oh Mensch, da haben wir schon fast wieder genug Häuser. Dann könnt ihr jetzt das Haus aufbauen und schon haben wir genug Leute. Genug Häuser für die Leute. Perfekt. Dafür wurden Kriege erschaffen. Denn das reduziert die Bevölkerung. Das Schlimme ist, dass es tatsächlich wirklich so ist. Ich weiß nicht, wie hoch die Bevölkerung mittlerweile schon wäre, wenn wir keine Kriege hätten. Und wir haben einen Hinkelständer. Was ist denn? Ach, ein Kirschbaum. Ja. Das ist jetzt natürlich echt blöd, weil ihr ihn nicht geerntet habt. Schlachtet diese Ziege. Ihr könntet auch einfach mal so schlau sein und die Tiere einfach mal schlachten, bevor sie verhungern. Ist nur so eine fixe Idee von mir. Tötet dieses Tier. Ja, jetzt verhungern wieder alle Tiere, weil ihr nicht geerntet habt. Was sind solche Spasten? Ja, halt die Schnauze. Das nervt halt echt, dass du da die ganze Zeit Meldung kriegst, als wärst du unfähig. Aber eigentlich sind eure Leute nur zu blöd, die Felder abzuernten. Und ich weiß halt echt nicht warum. Schafe haben halt sehr viel Einbußen gehabt, tatsächlich. Ja. Ich verliere meine ganze Schafherde. Super. Super. Jetzt habe ich diesmal haufenweise Schweine, ich habe kaum noch Schafe. Und auch meine Ziegen werden drastisch weniger. Obwohl meine Schafe sind schlimmer. Ich habe bloß noch 4 Schafe, das ist sehr schlecht. Ich habe bloß noch 3 Schafe. Die ist Hunger. Ja, jetzt haben wir kein Vieh mehr, danke. Jetzt haben die echt mit ihrer Unfähigkeit dafür gesorgt, dass wir keine Rinder mehr haben.
Und wir haben auch gleich keine Schafe mehr. Also manchmal könnte ich ihnen sowas von ins Gesicht treten, den Leuten. Wir haben noch ein blödes Schaf, verdammt nochmal. Oh. Warum sind die so dämlich? Die Ernte... Also, die Saat funktioniert problemlos. Im Frühling haben sie viel zu wenig zu tun, aber... Dann später? Nö. Klappt gar nichts mehr. Okay, ich kann mir die Schafe wieder kaufen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ist trotzdem ärgerlich. Sag mal, warum produzieren die immer noch Knochensperre? Oder produzieren sie vielleicht gar nicht? Genau, so habe ich noch immer offenweise Bögen, aber es kann gut sein, dass die jetzt gerade alle zurückgelegt werden. Gut, ich habe die Schafe wenigstens wieder. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Das war Let's Play Dawn of Man für heute. Ich hoffe, ich habe wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir versuchen, dass die unsere Felder endlich mal abernten. Das wäre so eine Wohltat, wenn wir es endlich mal schaffen würden, dass die alle Felder abernten. Wie viele Erntewerkzeuge haben wir denn jetzt? Oh, vielleicht muss ich was an den Limits auch machen. Ist auf 50 gestellt, da. Macht ein paar Sicheln. Ja, wir haben 16 Leute, die eigentlich ernten können. Es ist vielleicht einfach zu wenig. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Obwohl, im Sommer funktioniert es ja auch. Warum funktioniert es im Winter nicht? Naja, egal. Das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht sage ich noch ein, zwei Häuser, die sie bauen sollten. Einfach nur, dass wir es dann schon mal haben. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Und jetzt ist Frühling, jetzt geht's noch und dann haben die wenigstens gleich das Material bis zum Herbst haben sie dann das soweit abgebaut und das mit Nahrung ist kein Problem, wir haben Frühling. Warten wir noch ganz kurz wenigstens bis wir das geschafft haben, denn irgendwas sagt mir, dass wir gleich Probleme kriegen. Ein bisschen was zu essen haben wir noch. Ich verabschiede mich trotzdem schon mal, ich will bloß noch, dass wir wenigstens so weit kommen, dass wir hier genug zu essen sehen haben gleich, sonst muss ich vielleicht ein Schwein schlachten. Na, macht, ihr habt genug Zeit. Zweimal. Dreimal. Ja, hier liegen die ganzen Kleidungsstücke und alles drin. Wir haben gleich den Sommer erreicht. In dem Sommer können wir das hier alles ernten. Dann haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall los hier. Die ganzen Hülsenfrüchte kommen jetzt. Okay. Fünf Häuser müssen wir aufbauen. Das könnte man dann ganz gut schaffen. Ein bisschen Holz fehlt noch. Stein fehlt noch. Das Getreide werden sie hinlegen, garantiert. Das Stroh werden sie garantiert hinlegen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.